Promis im Urlaubsparadies, da geht es mal weiter weg, zum Beispiel nach Gambia oder aber auch nach Marokko, nach Malta oder eben nicht so weit. Warum denn immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch auch so nahe liegt, was auch für Sie gilt und für uns bei Sonnenklar TV. Wir waren hier schon zweimal vor Ort, sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr, haben uns super wohl gefühlt im Thermenhotel Victoria in Bad Griesbach. Der Gerald Wenzel, der Hoteldirektor dort vor Ort, der macht das so toll mit seinem motivierten Team. Und der ist jetzt auch vor Ort. Und der Björn Kasper, mein Kollege und Außenreporter, der ist auch vor Ort. Und jetzt sehe ich die beiden, lassen sich's gut gehen in der Lobby oder in der Bar. Und ich sag mal, ich gehe einfach mal ab an euch. Erzählt ein bisschen, was macht ihr denn da? Viele Grüße. Hallo lieber Marc, ja, schöne Grüße zu euch ins Studio nach München. Ja, der Gerald und ich, wir sind seit Donnerstag im Thermhotel Victoria und wir sind aufgeregt. Promis im Urlaubsparadies, Staffel 4 und seit Donnerstag warten wir auf Harry Weinfurt und Iris und sie sind gerade angekommen und wir freuen uns sehr, sie checken gerade ein und guck mal einfach rüber, wie weit sie sind. Harry und Iris, kommt mal zu uns, wir warten seit Donnerstag auf euch. Hallo meine Hallo. Liebe, herzlich willkommen. Hallo Harry. Hi. Servus miteinander. Habt ihr eine schöne Anreise gehabt? Eine wunderbare Anreise und wir waren schon sehr fleißig heute. Was habt ihr denn heute schon gemacht? Seid ihr heute schon früh nach Bad Griesbach gekommen? Ja, heute Morgen schon und ich hatte die Ehre, eine Trainerstunde zu nehmen im Golfsport. Das heißt, euch beiden sieht man demnächst auch in der Bunte beim Charity-Golfturnier. Ja, aber dafür muss ich noch ganz, ganz, ganz viel üben und noch mehrere Trainerstunden bekommen. Das ist Premiere, ihr beiden zusammen auf dem Golfplatz, aber es gibt eine weitere Premiere, euer erster Urlaub in Deutschland. Das ist richtig, unsere erste gemeinsame Reise in Deutschland für einen Urlaubsaufenthalt. Und das führte uns nach Bad Griesbach und das ist natürlich was Besonderes. Und es war natürlich ein bisschen Hintergedanken dabei, weil Bad Griesbach ist ja bekannt dafür, dass es ein Golfhochburg ist. Es ist das größte europäische zusammenhängende Golfgebiet und sehr viele Plätze. Golfodrom mit 38 Trainer. Einen davon haben wir, den Lars. Den lieben Lars Kuhlmann. Und mein Gott, der hat heute echt bluten müssen, der arme Junge. Der Gerald hat auch ein super Handicap. Also wir gehen auch noch am Montag auf den Golfplatz. Wir vier zusammen. Das kann nur eine Katastrophe werden. Gerald, du hast dich auch auf die beiden gefreut. Ja klar, ich meine, ich kenne Harry schon seit 3 Jahren. Er war schon mal bei mir im anderen Hotel. Und so jemanden bei mir im Haus zu haben, ist immer was Besonderes. Thermhotel Victoria, erzähl mal 1, 2 Sätze. Was erwartet die beiden hier? Ja, kulinarisch natürlich. Wir verwöhnen die von hinten bis vorne mit Essen, vom Frühstück, Mittagssnack, Abendessen, Getränke, alles mit dabei. Ihr beiden, was habt ihr vor die nächsten Tage? Also ihr bleibt bis Montagabend? Ja, wir bleiben bis Montagabend. Das heißt, wir werden morgen, glaube ich, mal eine Besichtigungstour machen. Da wollen wir nach Bassa und wir wollen Golf spielen und Trainerstunden nehmen. Und und dann natürlich die Vorzüge des Hauses genießen. Vorzüge des Hauses, aber auch Vorzüge der Region. Gerald, was kann man hier alles noch erleben? Also Passau ist nicht weit weg. Ich glaube, 25 Minuten ist man in Passau. Aber rund um Bad Griesbach gibt es noch viel mehr zu erleben. Ja, du hast ja nicht nur Passau, du kannst auch Österreich ist ganz nah. Das heißt, Schärding ist eine schöne Stadt, Ausflugsstadt auch. Dann Regensburg zum Beispiel, wäre eine Stunde zu fahren mit dem Auto, auch eine Domstadt. Bayerischer Wald. Auch eine Stunde, also alles eigentlich zentral gelegen und ich kann so viel machen, Radfahren, ich kann Nordic Walken gehen, ich kann mich sportlich bewegen, ich kann auch nur relaxen. Es gibt so viele Bäder hier bei uns, Bad Füssing, Bad Griesbach, also für jeden was mit dabei. Und hinter uns, die Zuschauer fragen sich wahrscheinlich, warum steht mitten bei euch in der Lobby ein Fahrrad? Weil die Gäste bei uns auch Fahrräder ausleihen können, natürlich auch E-Bikes und die haben wir für unsere Gäste bereitgestellt und die freuen sich darüber. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, wir mit der Kamera von Sonnenklar-TV begleiten die beiden wieder wie in Gambia, nur diesmal in Deutschland und in Bad Griesbach. Wir haben ein spannendes Produkt. Das, was die beiden erleben, können sie auch erleben. Dazu sagt Marc Ihnen gleich noch 1, 2 Worte. Ich glaube, 3 Nächte All-Inclusive, 169. Seid ihr denn verrückt? Nee, wir machen das gerne mit Sonnenklar-TV, weil ich weiß, wir bekommen super Gäste und wir freuen uns auf die Gäste und da geben wir auch gerne mal so einen Preis raus.
Und wir freuen uns auf Iris und Harry die nächsten Tage. Und jetzt stoßen wir erstmal an. Und der ist nicht nur extra für die beiden hier, den kriegt jeder Gast, der hier kommt. Alle Gäste haben Begrüßungssekt mit dabei, wenn sie ankommen. Ich habe natürlich nicht immer Zeit, dass ich mit dabei bin, aber wenn es geht, stehe ich auch da. Aber abends kann ich dann immer nicht mehr sprechen, das ist das Problem, wenn ich alle Gäste begrüße. Wir stoßen an, wir sind heute noch hier, wir sind noch in der Bar. Ihr rockt nachher die Bar mit den Gästen. Ja, absolut, wir werden noch viel unternehmen heute. Wir stoßen an, Promis im Urlaubsparadies, Staffel 4 in Bad Griesbach. Zurück zu dir, lieber Marc. Ja, ich sage auch Prost mit meinem wirklich guten deutschen Wasser, ja, was hier aus den Alpen nach München geflossen ist. Und wünsche euch allen, Iris, Harry, Björn und auch Gerald, eine wunderbare Zeit in Bad Griesbach. So viel Zeit muss sein. Und Getränke können Sie natürlich auch im Thermenhotel Victoria super genießen, denn Sie haben ja die All-Inclusive-Verpflegung. Der Gerald hat es gerade schon gesagt, alles hier mit dabei. Leckeres Essen haben wir ja schon zweimal selber testen dürfen. Viele leckere Getränke, nachmittags sogar ein Special Cocktail of the Day. Also das macht Spaß, schauen Sie selbst. Sie möchten Postkartenidylle hautnah erleben? Dann folgen Sie uns in das idyllische Bayern, ins Rotttal nach Bad Griesbach. Die vielen Heilquellen, Kuranlagen sowie Wander- und Radwege sorgen hier für angenehmes Wohlbefinden. Der bekannte Kurort liegt etwa 25 Kilometer von Passau entfernt. Hier begrüßt Sie das 4-Sterne-Thermenhotel Victoria. Geruhsame Nächte verspricht Ihr komfortables Zimmer mit Balkon. Herzstück des Hauses ist der weitläufige Wellnessbereich mit Saunalandschaft, Thermalquellen sowie einem großzügigen Indoor- und Outdoor-Pool. Sie profitieren außerdem von 10% Ermäßigung auf Wellness-Anwendungen. Und dank unseres Upgrades auf All-Inclusive werden Sie im Restaurant kulinarisch mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und abends ebenfalls mit Spezialitäten vom Buffet oder einem 4-Gang-Wahlmenü verwöhnt. Für einen Schlummertrunk empfehlen wir die Bar mit kostenlosen Getränken bis 21 Uhr. Einen Ausflugstipp haben wir auch noch für Sie. Besuchen Sie unbedingt mal die nahegelegene Drei-Flüsse-Stadt, wie Passau auch genannt wird. Enge Gässchen, urige Biergärten und natürlich der Stephansdom prägen das Bild und vermitteln ein wohliges Urlaubsgefühl. Gemütlich, erholsam und einfach schön. Das ist Ihre Auszeit in Bad Griesbach. Nicht nur Promis machen in Bad Griesbach im Thermenhotel Victoria Urlaub, sondern auch Sie. Hier zum Beispiel für 3 Nächte, normalerweise mit der Halbpension, aber Sie bekommen von uns das Upgrade auf die All-Inclusive-Verpflegung kostenlos mit obendrauf, sowie viele weitere Vorteile, wie hier ausgeschrieben. Wir haben jetzt hier einen Reisezeitraum Januar bis Dezember nächsten Jahres. Wenn Sie aber sagen, ich will ganz schnell, dann zeige ich Ihnen dieses Jahr noch fahren, dann zeige ich Ihnen jetzt gleich die passende Buchungsnummer dafür. Und das ist diese Buchungsnummer 208697. Da ist dann der Reisezeitraum August bis Dezember diesen Jahres. Also im Prinzip, wir haben für ab sofort bis Ende nächsten Jahres den Reisezeitraum. Fragen Sie da gerne bei uns im Service Center nach. Unsere Kolleginnen und Kollegen beraten Sie sehr gerne, nehmen Ihre Buchung entgegen. Alles ist natürlich auch möglich auf sonnenklar.tv. Und die nächsten 2-3 Tage schalten wir immer wieder nach Bad Griesbach ins Thermenhotel Victoria und begleiten Iris und Harry bei Promis im Urlaubsparadies.